Sie sind hier 11. November 2018, 12.28 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Das Team aus Herrsching bejubelt den knappen Sieg über Düren. Urheberrecht Imago in packenden 5 Sätzen setzen sich die Oberbayern gegen die Powerfullies aus Düren durch. Auch die United Volleys aus Frankfurt feiern einen Sieg. Die WWK Volleys Herrsching haben sich mit dem 3. Sieg im 5. Spiel in der Spitzengruppe der Volleyball-Bundesliga festgesetzt. Gegen die Powervolleys Düren mussten die Oberbayern aber bis an ihre Grenzen gehen, um am Ende mit 3:2 die Oberhand zu behalten. Der letzte Satz ging mit 15.13 Uhr an Herrsching. Ebenfalls erfolgreich waren die United Volleys Rhein-Main, die mit 3:1 gegen die Gießen Grizzlies gewannen und damit ihren 2. Sieg im 3. Spiel einfuhren. In der Tabelle liegt Herrsching auf Platz 4. Rhein-Main steht auf Rang 6, hat aber auch 2 Spiele weniger ausgetragen als Herrsching. Sport 1 Datencenter. An der Spitze stehen die Hypo-Tirol Alpen-Volleys. Die Ergebnisse des 4. Spieltags. Mittwoch, 07. November Hypo-Tirol Alpen Volleys Haing, Tibibül 3:0, 26:24, 25:18, 25:22, Samstag 10. November United Volleys Rhein-Main, TSV Gießen Grizzlies 3:1, 23:25, 25:15, 25:20, 25:17, WWK Volleys Herrsching, SWD Power Volleys Düren 3:2, 18:25, 21:25, 25:21, 25:16, 15:13, Sonntag 11. November Netzhoppers KW Bestensee SVG Lüneburg 16:00, Donnerstag, 15. November VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys 18:30, Dienstag, 15. Januar TV Rottenburg, VCO Berlin 19:30. Jetzt die Sport 1 App herunterladen. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.